OpenAI kam mit ChatGPT um die Ecke und so sehr alle wahnsinnig davon begeistert sind, hört man doch immer wieder auch die Sorge, dass AI plötzlich Kreativen, Programmierern und allen möglichen anderen Branchen die Jobs wegnehmen wird. Aber wie viel ist da wirklich dran? Keine Sorge, AI ist kein Ersatz für menschliche Kreativität. Aber warum nicht? Ganz einfach. Künstliche Intelligenz kann nur das tun, wofür sie tatsächlich programmiert wurde. Und sie ist damit zwar in der Lage, riesige Datenmengen zu analysieren und Muster zu erkennen, aber Kreativität ist etwas, was da weit drüber hinausgeht. Denn Kreativität ist die Fähigkeit, neue und einzigartige Ideen zu entwickeln und zu verwirklichen. Das erfordert Emotionen, Intuition und ein Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche des Publikums, was die kreative Kunst am Ende konsumiert. KI kann diese Faktoren nicht verstehen und sich auch nicht einfühlen. Stattdessen kann uns KI in unserer kreativen Arbeit unterstützen und uns Zeit und Ressourcen sparen, indem sie mühsame Aufgaben automatisiert übernimmt. Zum Beispiel kann ein digitaler Künstler von einem AI-basierten Werkzeug profitieren, das ihm hilft, seine Vision schneller und präziser umzusetzen. Aber am Ende bleibt es ein menschlicher Künstler, der die kreativen Entscheidungen trifft und die Kontrolle über den kreativen Prozess hat. KI ist also keine Bedrohung für unsere kreative Arbeit, sondern ein Werkzeug, was uns helfen kann, noch bessere Ergebnisse zu erzielen. KI kann uns zum Beispiel erzählen, wie wenig es doch eine Bedrohung für kreative Arbeit sei, denn, naja, den kompletten Absatz darüber, den ihr gerade gehört habt, hat ChatGPT geschrieben. Und obwohl ich der AI da zustimme, ich glaube nicht, dass wir plötzlich alle unsere Jobs verlieren werden, glaube ich doch, dass AI eine ganze Menge verändern wird in den nächsten Jahren. Ich meine, als vor knapp 200 Jahren die Industrialisierung losging, hatten auch alle Schiss, dass Maschinen plötzlich den gewöhnlichen Arbeiter ersetzen würden. Etwa 200 Jahre später gibt's den Kapitalismus leider immer noch. Nur die Art der Arbeit hat sich seit damals eben massiv verändert. Heutzutage sitzen viel mehr Leute in Büros, was damals einfach nicht so relevant war. Und ich glaube, eine sehr ähnliche Entwicklung werden wir auch mit AI erleben. Einige Berufe werden tatsächlich vielleicht aussterben. Dafür wird es aber neue Berufe geben, die uns so vielleicht gerade einfach noch gar nicht in den Sinn kommen. Prompt Engineering zum Beispiel. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das mal zu einem relevanten Berufsfeld wird. Also Menschen, die in der Lage sind, die Anfrage an eine AI so präzise zu formulieren, dass die AI auch wirklich das zurückgibt, was wir eben gerne haben wollen. Denn wenn ihr schon mal so ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt habt, dann werdet ihr wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass die AI einen doch manchmal so ein bisschen falsch versteht. Denn man muss mit seinen Anfragen doch sehr präzise sein, denn die AI wertet halt wirklich nur das aus, was sie an Informationen übergeben bekommt. Denn sie ist halt nicht in der Lage, zwischen den Zeilen zu lesen, sich Dinge aus dem Kontext zu erschließen oder, naja, zu interpretieren. Aber wenn man seine Anfragen entsprechend präzise formuliert, dann kann AI ein wahnsinnig mächtiges und wahnsinnig beeindruckendes Werkzeug sein, um zum Beispiel Texte auszuformulieren, Codeschnipsel zu schreiben, zu brainstormen und noch viele, viele andere Sachen. Aber sie ist eben nur das, ein Werkzeug und kein tatsächlich selbstständig denkender Mensch. Ich fürchte, das mit dem Denken müssen wir auch in Zukunft leider selber übernehmen.